Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's am Basilo-Haus. Die Glasgiebelseiten sind eingebaut. Damit bin ich soweit auch zufrieden. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Womit ich jetzt noch nicht so ganz zufrieden bin, ist unser Dach. Also einmal von vorne gefällt es mir nicht ganz so gut, da geht's aber noch. Aber von der Seite wirkt es irgendwie alles jetzt viel zu klobig und viel zu eckig, finde ich. Deswegen müssen wir am Dach nochmal ein bisschen was umbauen. Wir machen das so ähnlich wie drüben an unserem Poolhaus, dass wir das Dach so ein bisschen abschrägen. Nur hier möchte ich mal versuchen, wie es aussieht, wenn wir wirklich von ganz unten bis ganz oben eine Schräge durchziehen. Dann haben wir zwar ein ziemlich weit überstehendes Dach, könnte bei dem großen Gebäude aber immer noch ganz gut aussehen. Wir probieren das hier vorne an der einen Seite erstmal aus und wenn das einigermaßen vernünftig aussieht, dann bauen wir das ganze Dach nochmal um. Das heißt, hier oben müsste dann nochmal ein normales Dach ran und unten müsste dafür das äußerste überstehende Dach weg. Dann haben wir 1, 2, 3. Genau so müsste das funktionieren. Ein Dreieck, zweites Dreieck, drittes Dreieck. So, jetzt haben wir halt, wie gesagt, ein sehr weit überstehendes Dach, aber wir gucken mal. Vielleicht sieht das trotzdem nicht so schlecht aus. Hier oben schon mal Flachdächer rein. So, alles klar, gucken wir mal von der Seite, ob das besser aussieht als so ein einfaches viereckiges Dach. Ja, ja, Leute. Ich finde, das sieht auf jeden Fall viel besser aus als das einfache viereckige Dach. Ja, okay. Steht schon ein ziemliches Stück weit raus. Aber ich finde, es geht eigentlich noch, ne? Mal gucken, wie es aussieht, wenn das Ganze hier vorne umgebaut ist. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal besser als auf der Seite hier mit dem einfachen Dach. Wir bauen das mal um, Leute. Wir gucken mal, wie es aussieht, wenn so eine ganze Seite hier umgebaut ist. Landen sollst du. Sehr schön. So, das heißt, wir brauchen hier eins ran, hier oben eins ran, hier eins ran und unten das Äußerste wieder weg. So. Und dann Dreiecke. Eins, zwei, drei. So. Achso, was machen wir in der Mitte? Da fehlt auch noch eins. Entweder so. Nee. Nee, nee, das sieht so schon nicht aus. Dann lieber so. Direkt Dreiecke ran hier. Eins, zwei. Und da oben fehlt auch noch eins. Halt, das brauchen wir. Und dann hier drüben auch gleich noch Flachdächer rein. Eins, zwei. Ja, Leute, guck mal, sieht sogar von oben schon besser aus. Mal gucken, wie es jetzt wirkt. Von unten, ob das nicht jetzt doch zu viel ist mit dem Überstand. Nee, Leute, ich finde das okay. Ich finde das okay. Das passt noch zu dem großen Gebäude. Gefällt mir. Lassen wir so. Ist auf jeden Fall besser als ein einfaches viereckiges Dach. Und das sieht auch nicht mehr so klobig aus, das Gebäude jetzt dadurch, finde ich. So, halt, landen sollst du. Sehr schön. Und wir könnten ja hier auch noch über die Doppelreihe so kleine Dachgauben reinmachen. Da haben wir jetzt aber die Bauteile nicht mehr. Da bräuchten wir erst noch ein bisschen Kristall wieder. Aber erstmal jetzt das hier zumindest schon mal. Das Dach ein bisschen abschrägen. So, eins oben dran. Den äußersten unten weg. Eins, zwei, so. Hier muss wieder einer ran. Drüben hier und hier oben auch noch. So, und dann nehmen wir den wieder weg. Zack, passt. So, da haben wir noch locker genug Dreiecke. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei. Die Mitte kriegt gleich zwei Dreiecke. Zack. Sehr schön, Leute. Und ich glaube, eins haben wir noch. Haben wir noch eins vergessen? Nee, passt. Okay, Flachdächer drauf. Und dann. Irgendwie haben wir hier. Hier fehlt auch noch. Doch, hier oben fehlt auch noch die, hier fehlen auch noch die Dreiecke hier auf der Seite. So, jetzt haben wir es. Und da drüben haben wir die Dreiecke. Flachdächer rein. So. Und dann würde ich sagen, ist unser Basilo-Haus soweit erstmal fertig, was auf jeden Fall die äußere Form angeht. Innen drin habe ich zumindest den mittleren Gang schon mal so ein bisschen eingerichtet. Aber da kann noch ein bisschen was dazukommen. Aber jetzt erstmal gucken. Ja, auf jeden Fall um einiges besser.
Und jetzt wirkt es auch überhaupt nicht mehr klobig und eckig. So sieht's gut aus, finde ich. Gucken wir nochmal von hier. Aber ich würde sagen, können wir erstmal so lassen. Vielleicht noch Dachgauben rein später, aber erstmal kann es so bleiben. Alles klar, sehr schön. Weiter geht's. Als nächstes ist der Plan, dass wir uns noch ein paar Wassertiere holen, jetzt wo wir so viel Platz hier haben. Ich hätte ja gern noch einen Megalodon, auch wenn wir den nicht wirklich unbedingt mehr brauchen, weil wir haben ja schon viele Wasserkampftiere, aber trotzdem hätte ich gern noch einen. Und vielleicht ja auch noch einen Manta, wenn wir einen finden. Einmal kurz hier rein, restliche Bauteile rausschmeißen. Dann kurz nach oben holen wir uns die Taucherausrüstung. Die müsste hier drin sein. Da habe ich jedenfalls die letzte reingeschmissen. Jawohl, da ist noch alles drin. Das alles raus. Harpune raus. Betäubungsharpunen raus. Die normalen Harpunen raus. Dafür lassen wir das alles vom Gewehr hier. Und das Gewehr selber lassen wir auch hier. Alles klar. Passt. Damit haben wir das. Tür zu. Du kannst erstmal hier oben bleiben. Und dann rüber zum Baryonyx. Da habe ich schon alles reingetan, was wir brauchen. Da müssten Cryopods drin sein. Da müsste Fischfleisch drin sein. Und da müsste Prime-Fisch drin sein. Mal kurz gucken, ich habe nichts vergessen. Nee, da ist alles drin, was wir brauchen, um Megalodon zu zähmen. Und das Super mit dem Baryonyx ist ja auch, dass der den gleich so ein bisschen stunnen kann für uns mit seinem Betäubungsangriff. So, alles klar. Das heißt, die normale Rüstung raus. Die hätte ich auch in der Kiste lassen können. Ne? Weißt du was, Frosch, du hältst mal kurz unsere Rüstung. Sehr schön. Alles klar. Das an und los geht's, Leute. Ah, ich habe auch Bock, mit dem Baryonyx mal unterwegs zu sein. Der ist zwar nicht so super schnell, aber ist einfach schön mit seinem, mit dem Stun-Angriff. Und gerade zum Haie-Zähmen ist er damit sehr gut geeignet. So, Taucherausrüstung dran, Flossen, das. Harpune auf die 3. Alles klar, los geht's. Mal gucken, ob wir Glück haben. Irgendwas so ab... Ja, ich würde sagen, versuchen wir schon, dass wir hochleveligen. Da gibt es ja genug von den Megalodons, die schwimmen ja hier überall rum. Da können wir schon mal gucken, dass wir einen vernünftigen finden. So ab Level 100 aufwärts oder so, würde ich sagen. Schwimmen wir mal in die Richtung hoch. Und was wir natürlich unbedingt noch brauchen, ist ein Tuzo-Teut, ist ganz klar. Also, was heißt brauchen, ne? Eher wollen. Den will ich einfach haben, ist mein Lieblingswassertier, der Tuzo, der Riesentintenfisch, der ist einfach super. Und da brauchen wir sogar nicht mal mehr eine Schildkröte für. Wir könnten eigentlich auch sogar unseren Knochenfisch nehmen als Köderfisch, der dürfte auch das locker aushalten. Der hat genug Leben, eine hohe Panzerung und man zähmt den Tuzo ja mittlerweile anders, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man zähmt den noch so, wie man den ganz früher gezähmt hat, als er neu ins Spiel kommt. Also so vor ungefähr 6 Jahren. Weil da musste man den dauerhaft füttern, wie beim passiven Zähmen. Da musste man also ranschwimmen, das Opfertier dem in die Tentakel geben und dann musste man ihn halt füttern. Mit einmal schwarze Perlen, dann dauert es 2-3 Minuten, bis er das nächste Mal gefressen hat und so über die Zeit halt. Das heißt, deswegen brauchte man unbedingt eine Schildkröte. Und mittlerweile ist es so, dass man den nur einmal füttern muss und dann den sofort mit einmal füttern gezähmt hat, wenn man genug schwarze Perlen hat. Das heißt, man muss mit einem Versuch einfach hoffen, dass man eben genug schwarze Perlen hat. Und wenn nicht, dann hat man Pech gehabt, so ungefähr. Oder dann kann man gucken, dass man noch welche kriegt. Aber jedenfalls hält er das Tier also nicht mehr lange in den Klauen, sondern eben, man muss nur einmal füttern und hat man es. Und das reicht dann, da reicht dann auch unser Knochenfisch. Wir können also auch demnächst dann mal auf Tuzo-Jagd gehen. Warum sind hier eigentlich gar keine Haie unterwegs? Was ist denn hier los? Auch noch kein einziger Rochen und nichts. Nur lauter Quastenflosser. Wo sind denn die ganzen Haie hin? Jetzt wollen wir mal einen zähmen wollen. Gibt's doch gar nicht. Nicht ein Hai unterwegs hier am ganzen Küstenstreifen nicht. Ist das da draußen? Doch, ist das... Nee, das ist nur ein Ichti. Hm... Wie immer, was man sucht, ist auf einmal nicht mehr da. Auch wenn es vorher ein Tier war, das es überall gab, ist es auf einmal nicht mehr da, sobald man eins zähmen will. Das ist typisch arg. Kann doch nicht sein, die sind nur noch Quastenflosser unterwegs. Nee, auch hier nicht. Hier sind normalerweise auch immer Haie hier an dem Stück. Nö, gibt's doch gar nicht. Sind die ganzen Haie hin? Vor allem auch wirklich auch keine Rochen und nichts, ne? Ist denn hier los? Warum ist denn das hier wieder so ausgestorben? Da war doch schon mal mehr los. Im Meer war doch schon mal mehr los. Hm. Was ist das? Was bist du? Zumindest mal ein Rochen.
Zeig mal her. Sehen wir erstmal einen Rochen aus Verzweiflung. Achso, ich habe das Hut noch gar nicht an, deswegen sehen wir auch nichts. Du bist Level 40. Nee, dich zählen wir nicht mal aus Verzweiflung. Dich zählen wir gar nicht. Hier sind auch eigentlich immer Haie. Wenn man hier versucht, rüber zu schwimmen, wird man immer gefressen, sage ich. Aber jetzt, wenn man hier mal einen Hai sucht, keiner da. Hau ab, ich die. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Wir haben auch keinen Fisch dabei. Hm. Naja, suchen wir einfach weiter. Wir werden schon einen finden. Wenn nicht, genießen wir einfach ein bisschen die Aussicht. Und die schöne Unterwasserwelt. Auch wenn sie etwas leer ist gerade. Aber so ein großes Wasserbecken, da brauchen wir doch ein paar Tierchen. Wahrscheinlich finden wir jetzt gleich irgendwo ein Tuso-Teutes dafür. Aber wenn wir da einen finden und wenn das Level passt, dann würde ich sofort zurückschwimmen und sagen, wir holen die schwarzen Perlen und den Knochenfisch und versuchen das. Hier schwimmt auch nichts rum. Da, was haben wir da? Da war Knochenfisch. Nee, das ist mal ein Hai. Das ist ja mal ein Hai. Gibt's ja gar nicht. Hai. Level, ein Alpha-Megalodon. Level 20. Den sollten wir uns holen. Das dürfte ein paar Level-Ups geben. Komm mal her. Den können wir doch auch betäuben, oder? Wusch. Ja, sehr schön. Da kann er auch nicht mehr wegschwimmen erstmal. Hält ja nicht so lange, aber für den Moment ist immer gut. Sehr schön. Den Rochen haben wir nebenbei auch erwischt. Na, willst du jetzt schon weg? Treffen ihn gar nicht. Jetzt haben wir ihn. Wo will der hin? Problem ist, wenn er wirklich entscheidet, abzuhauen, ist er schneller als wir. Dann können wir gar nicht hinterherkommen. Hat natürlich auch die ganzen Rochen wieder angelockt. Auf einmal sind lauter Rochen da. Weg da, ich die. Deswegen können wir schon wieder... Nee, noch nicht. Aber dafür haben wir die Rochen erwischt. Das dauert aber, man kann die Tiere nicht die ganze Zeit nacheinander damit so stunnen. Aber zumindest immer mal wieder... Dafür hat sich der Ausdruck jetzt allein schon gelohnt. Das gibt auf jeden Fall schöne Level für unseren Baryonyx. Ja, sehr schön. Nochmal gestunt. Und immer schön reinmompfen. Ja, sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Brauchen auf jeden Fall noch Schaden mit dem Baryonyx und... Oh, das sieht sogar schon richtig mitgenommen aus. Und ein bisschen Geschwindigkeit kann auch nicht schaden, weil so schnell ist er halt nicht. Also unser Kroko ist da deutlich schneller. Und wenn wir dann Megalodon haben, ist der auch nochmal schneller. Aber dafür haben sie keinen schönen Stun-Angriff, die anderen Tierchen. Aber der Megalodon hat super Blutungsschaden. Das ist schon ein gutes Wasserkampftier, deswegen will ich auch einen haben. Ah, können wir dich nochmal stunnen? Nee, geht noch nicht. Aber dafür haben wir die ganzen Rochen wieder erwischt. Gleich drei Stück auf einmal. Sagt unsere Energie, sieht noch gut aus. Aber wir hatten es auch kaum erwischt bis jetzt. Ah, ich hatte uns, glaube ich, so gut wie gar nicht erwischt. Ach, daneben. Oder wir haben den Ichti erwischt. Komm, Level 20, das muss wenigstens 5 Level-Ups geben. Für uns jetzt hier. Komm. Ach, sehr schön. Stun ging wieder. Komm, mopf den auf. Sieht doch schon ziemlich zerfleddert aus jetzt. Kommt noch wieder ein Rochen dazu. Die Musik ist doch gerade richtig gut. Ah, wir haben ihn. Sehr schön. Alles klar. Erstmal wieder ein Stück nach oben, zurück Richtung Küste. Und dann wäre es jetzt noch gut, wenn wir einfach noch einen normalen finden könnten. Ab Level 100 aufwärts nehmen wir alles mit. Erstmal ein Stück weg, dann gucken wir, wie viele Level gab's. 7 sogar. Sehr schön. Wir gehen auf jeden Fall noch ein bisschen auf Schaden. Bisschen auf Tempo. Lebensenergie ist eigentlich schon sehr gut. Ausdauer auch. Was kommt da? Noch ein Hai? Oder sind es Rochen? Hört sich eher nach Rochen an, ne? Ja, sind nochmal die ganzen Rochen. Hopp. Tü-tü. Auch nichts dabei, was vom Level gut ist. Ne? Alles Low-Level-Rochen. Lassen wir die. Obwohl, die kommen wahrscheinlich sowieso hinterher, weil die schneller sind als wir.
Es hat sich aber schon gelohnt. 7 Level-Ups für den Alpha. Aber echt komisch, dass hier gar keine normalen unterwegs sind. Gar keine normalen Megalons. Nee, auch an der Oberfläche keiner zu sehen. Hm. Was haben wir da? Um Basilo? Da haben wir aber schon 2, ne? Okay, ist auch nur Level 25. Lassen wir den. Da würden wir höchstens noch einen mitnehmen, wenn wir richtig einen richtig, richtig hohen Level finden. Ansonsten lassen wir die Basilos. Ja, das war cool. Ich glaube, wir kommen schon so langsam so ein bisschen hier in so ein Tusoteutes Gebiet rein. Mal gucken, ob wir wenigstens mal einen sehen. Wir haben ja noch nie einen gesehen, meine ich, oder? Ich glaube noch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal ein Tusoteutes gesehen haben überhaupt. Dass er gleich irgendwo hinter dem Felsen vorgeschossen kommt. Ne, sieht erstmal nicht so aus. Und auch hier keine Haie unterwegs. Das gibt's überhaupt nicht. Kaum willst du mal einen Hai zähmen, ne? Da gibt's keine Haie mehr. Ne, auch hier oben ist... Ist das eine Qualle so weit oben? Nee, Quastenflosser. Alles klar. Da unten ist dafür eine Qualle. Aber es ist... Ich die wieder? Da hinten schwimmen, glaube ich... Nee, das sind, glaube ich, Haie jetzt hier. Das sind das Knochenfische da oben. Nee, das sind Haie, ne? Level 75, Level 45. Nee, das ist noch ein bisschen zu niedrig. Knapp dran mit Level 75, aber es reicht noch nicht. Die futtern wir auf. 2 Stück sind's. Kommt mal her hier, ihr beiden. Ja, wirklich alle beide. Dann können wir sie auch beide auf einmal erwischen. Oh, kommt noch ein dritter. Müssen wir uns auch gleich angucken. Erstmal den mit dem höchsten Level wegknuspern. So, was bist du noch? Das ist der 75er, naja. Das ist der 75er. Der ist schon ein bisschen angeknuspert. Dann haben wir den... Level 10er, alles klar. Okay, das andere war Level 45, ne? Und natürlich mischen sich auch wieder die ganzen Ichtis ein, beziehungsweise sind neugierig, müssen unbedingt mal gucken, was hier los ist. Kriegen auch immer zwischendurch einen Biss ab. Weil sie einfach so mal ran, immer so nah ran schwimmen müssen. Komm, sehr schön. Den haben wir schon mal, den ersten. Ja, der ist doch auch gleich weg hier. So, den haben wir auch. Den können wir doch bestimmt jetzt noch mal stunnen hier. Oh, da ist ja noch einer. Ein Level 20er, okay. Auch alles nichts für uns. Aber wenigstens mal wieder ein paar unterwegs. Wenigstens ein paar unterwegs. Ihr wisst Bescheid. So, den haben wir auch gleich. Na. Dann einmal so rum. Der eine haut schon ab, der hat schon keinen Bock mehr. So, den haben wir auch. Da können die wenigstens mal ein paar neue spawnen. So, kommst du nochmal zurück? Kommst du nochmal zurück? Alles klar, da kommen wir mal zurück. Hopp. Oh, geht nicht mehr. Dauert noch einen Moment. Bis wir wieder stunnen können. Na gut, der hält aber so nicht lange durch. Ist ja nur Level 20. Alles klar, weiter geht's. Hier sind zumindest mal welche unterwegs. Das ist doch schon mal super. Was haben wir da vorne? Noch welche? Ja, sieht nochmal nach Hai aus da vorne. Oh, Level 75er Alpha. Was da hinten? Oh, der hat natürlich Elektrophorus neben sich. Das ist ungünstig. Die können wir aber auch betäuben mit dem Baryonyx. Werden aber wahrscheinlich... Oh, was haben wir hier noch? Werden aber wahrscheinlich trotzdem gebritzelt. Zeig mal her, was ist denn dein Level? Du bist... Bleib mal stehen. Level 10. Nee. Dann bleib mal ganz stehen. So. Ah, da ist auch schon der olle Necrophorus. Und die anderen kommen auch dazu. Ah, ich glaube, ich habe sie nicht gestunt, die Viecher. Autsch, 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 autsch. Nee, ich habe sie auch nicht gestunt. Kommt mal her. Ja, jetzt habe ich ihn erwischt. Die müssen wir aber abschießen.
wenn wir sie weghaben wollen. Da kommt auch noch schon wieder angeschossen, das blöde Vieh. Ja, okay, wir sind aber immerhin schneller als der. Erstmal ein Stück zurück. Ich weiß nicht, ob wir es mit dem Level 75 Alpha anlegen sollten. Ich weiß nicht, solange noch die Elektrophoros in der Nähe sind. Da kommt er schon wieder. Ich glaube, wir können noch nicht wieder stunnen. Mal ein Stück weiter raus hier. Und dann mal kurz die Armbrust. Nee, nicht das. Die Armbrust sollst du nehmen. Und dann normale Bolzen. Sehr schön. Ein Stück weiter raus. Da ist auch schon wieder das blöde Vieh. Zack. Oh, super. Das war's. Der hat nur einen Ausgang. Dann kommt der andere. Der hält ein bisschen mehr aus. Ah, wir sind gebritzelt. Weg, 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 weg. Ah, du garstiges, ranziges Vieh. Ah, wir sind am Kartenrand. Ich würde sagen, können wir nicht weiter weg. Kartenrand. Einmal ein Stück zurück. Der ist nah dran, so wie sich das anhört. Ja, es geht noch. Okay. Er hat uns wieder gebritzelt. Macht aber nicht so viel Schaden. Geht noch. Weiter, weiter, weiter. Nochmal rum. Da ist er wieder. Er sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Weg, 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 weg. Ein Bolzen hält er noch aus, sag ich. Dann ist er weg, der Elektrobritzler. Dafür haben wir schon wieder alles andere an der Backe. Da kommt er. Nee, hält noch einen aus. Weg, weg. Macht zwar nicht so viel Schaden, aber trotzdem ist verlangsamt ein. Das gefällt mir nicht. Wenn die ganzen Haie angeschossen kommen. Besonders wenn der Alpha dabei ist. Oh, 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 oh. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Hat er sich getarnt oder ist er? Haben wir ihn erwischt? Nee, da hinten ist er doch noch. Jetzt haben wir ihn. Alles klar. Weg mit der Armbrust. Weg damit. Verfolge uns, wie viel ich die sind denn hinter uns her hier. So. Bist du der Alpha? Ja, ne? Ja, ja, das ist der Alpha. Ne, ist ein normaler. Nur ein Level 20er. Alles klar, holen wir uns den erstmal. Dann gucken wir mal, wo der Alpha hin ist und ob der noch mehr Elektrophoros in der Nähe hat. Das sind die ganzen Ichtis. Das ist der Alpha, ne? Ja, ja, das ist er. Alles klar. Einmal stunnen. Und rein. In die dicke Hainase. Das sind Brocken. Halt nicht nach unten. Er lockt uns doch zu den nächsten Eulenzitter-Aalen runter. Oder zu einem Tuso oder Schlimmeres. Schlimmer als ein Tuso geht eigentlich gar nicht mehr dann. Düpp, düpp. Weg da, ich die! Autsch! Da sind wir mal erwischt worden. Es gefällt mir nicht, so, dass wir so weit unten sind jetzt gerade. Wäre eigentlich schön, wenn du wieder ein Stück auftauchen würdest. Können wir schon wieder stunnen? Ja, sehr schön. Das ist einfach super, Baryonyx, dieser Stun-Angriff. Und dass wir auch wirklich damit alles erwischen können. Naja, außer halt ein Tuso, der greift uns, bevor wir da rankommen. Den können wir nicht stunnen. Der erwischt uns vorher mit seinen Tentakeln. Aber alles andere können wir super stunnen. Naja, und Quallen vielleicht auch nicht. Okay. Aber dafür haben wir unseren Basilo. Fürs Quallengift sammeln. Sehr schön. Irgendwie kämpfen die gar nicht richtig gegen unseren Baryonyx, die Alphas. Ne? Als wir mit dem Krokodil unterwegs waren, haben die viel mehr gegen uns gekämpft. Die versuchen eher nur wegzukommen von uns. Aus dem Weg, ich die. Aber wir haben ihn noch nicht mal angekratzt, ne? Der ist noch nicht mal ein bisschen blutig. Sehr schön. Kann sich wieder nicht mehr wehren. Und rein. In den dicken Alpha-Moser. Alpha-Mega. Das dürfte auf jeden Fall noch mal ein paar schöne Level geben. Ah, sehr schön. Der sieht das erste Mal so ein bisschen verletzt aus. Wir haben ihn leicht angekratzt. Ja. Alles klar. Wir bleiben dran. Vielleicht kriegen wir dazu, dass er sich hier so ein bisschen in der Felswand festpackt. Das wäre super. Wenn wir da so ein bisschen reindrängeln können. Ah, nein! Qualle! Oh mein Gott! Weg von der Qualle! Und die kommt jetzt natürlich hinterher, ne? Das blöde Vieh. Natürlich kommt die jetzt hinterher. Halt, nee, das nicht. Armbrust reicht.
Haben wir sie nicht getroffen? Die werden so. Ach, Rochen, geh weg. Ja, weil die Pfeile sind auch so langsam unterwegs im Wasser, die Bolzen. Nee, ich treffe sie nicht. Die muss aber erstmal weg. Jetzt kommt es auf uns zu. Immer noch kein Treffer. Was ist denn da los? Und kann ich die nicht treffen? Was stimmt mit dieser Qualle nicht? Weg, 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 weg. Die lässt sich einfach nicht abschießen. Au, jetzt ist der Eifer zurück. Jetzt haben wir sie mal erwischt. Oder haben wir den Eifer getroffen? Ich glaube, wir haben die Qualle getroffen. Nochmal. Sehr schön. Die ist weg. Bolzen haben wir ja genug. Ist nicht so schlimm. So. Oh, ran. Okay, alles klar. Er sieht schon mehr angeschlagen aus. Den schaffen wir auf jeden Fall. Weißt du was? Futtern wir die Qualle auf. Die macht mich nervös, wenn die hier rumleuchtet. Aus dem See war dann vielleicht nicht, wenn noch einer ankommt. Läuft auf jeden Fall gut. Also mit dem Kämpfen auf jeden Fall, dem Leveln. Nur mit dem Zähmen von dem Megalodon nicht so ganz. Weil einfach keiner unterwegs ist, der vom Level passt. Ah, sehr schön, wie ist er weiter nach oben geschwommen wieder. Hier ist doch schon viel besser zum Kämpfen. Bumpf. So, nochmal Stun. Ja, geht nochmal. Super, und direkt weiter. Den Rochen haben wir auch gleich mit erwischt, mit der Stun-Attacke. Wie ist das Spiel so fair und gibt den Eifers keine Möglichkeit, sich durch Fressen hochzuheilen? Das wäre echt übel. Weil die haben ja so viel Leben. Wenn man sich vorstellt, die fressen dann irgendwo so ein Tierchen und teilen sich damit hoch wie die normalen Dinos, könnte man ewig auf dem rumbeißen. Kann man ja so auch schon. Ah! Was mischst du dich denn jetzt ein? Achso, weil wir einen Eifer angreifen. Ja, da kommen ja alle Tiere in der Nähe an und mischen sich ein. Stun. Was hat denn der für ein Level, der Knochenfisch? Level 50, okay, das geht noch. Wobei, der macht schon ordentlich Schaden, sieht man. Und die halten da doch richtig viel aus. Die ollen Viecher. So, wir haben den Rochen geknuspert. Boah. Die sind übel. Der ist fast so groß wie der Eifer, ne? Sind auch schon echte Riesenviecher. Ah, guck mal, der sieht schon jetzt richtig, richtig zerfleddert aus. Den haben wir gleich. Dann hauen wir ab vor dem Dunkleos. Das mit dem legen wir uns dann gar nicht erst an. Den lassen wir dann. Guck mal, der ist schon völlig kaputt, so wie es ist. Wenn er gar nicht mehr wegschwimmen kann. Komm, nochmal Stun. Ja, geht nochmal. Und rein. In den dicken Alpha. Komm. Sehr schön, der schubt noch weiter nach oben. Vielleicht kommt der Knochenfisch dann nicht mehr mit. Ah doch, der kommt mit. Wir sehen aber noch okay aus. Das passt noch von der Lebensenergie. Alles gut. Noch einen Moment an. Gucken wir, dass wir möglichst beides dann, dass der uns die ganze Zeit nicht nebenbei knuspert hier. Sehr schön. Haben wir zumindest den Knochenfisch erwischt. Nicht so weit runter. Dim, 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 dim. Das ist ein hartnäckiger Kampf schon wieder. Aber das muss auch wieder dann wenigstens auch nochmal 7 Level geben. Komm schon, fall um jetzt. Beißen schon wieder knapp 10 Minuten auf die rum. Also der Knochenfisch schon wieder. Stun. So. Komm schon. Das gibt's überhaupt nicht. Der muss doch mal umfallen jetzt. Ist ähnlich wie der Kampf gegen den Alpha Mosa. Mit dem Basilo. Ja, ich schwimme andersrum, da kommen wir besser ran. Er aber auch an uns. Gibt's gar nicht. Und da ist der Knochenfisch wieder. Der sieht aber auch übel aus, wie der zubeißt. So, haben wir ihn jetzt nochmal? Nee. Ja! Oh, wie gut. Alles klar. Weg hier. Jetzt hat der Dunkleos auch keinen Bock mehr. Passt.
Wir auch nicht auf ihn. Alles klar, weg hier. Ab nach oben. So. Wie viel Level? Nochmal 6 immerhin. So, wir geben uns nochmal ein bisschen mehr Schaden. Lebensenergie reicht mit 18.000, 2.000 Ausdauer ist auch super. Was kommt da? Der Knochenfisch. Ja, machen wir ruhig nochmal Tempo. Der kann schneller sein, unser Barrios. Kann ruhig ein bisschen schneller werden. So, alles klar. Ab nach oben. Gucken wir hier nochmal kurz. Was kommt da hinten? Auch nur ein Rochen. Ja, leider kein Glück mit einem Megalodon zum Zähmen. Trotzdem hat sich der Ausflug gelohnt für die Level. Für den Baryonyx. Und es macht einfach Spaß, mit ihm unterwegs zu sein. Lieben, trotzdem muss ich sagen, wir müssen jetzt zum Ende dieser Folge kommen. Ich schwimme zurück nach Hause und park den Baryonyx sicher ab. Sollte auf dem Weg noch ein Megalodon vorbeikommen, dann logge ich da aus und versuchen wir den dann, dass wir die nächste Folge zusammen zähmen. Aber irgendwie scheint hier einfach nichts unterwegs zu sein. Na gut, ein paar haben wir gesehen, aber die haben mir halt vom Level nicht gepasst. Halt, da ist nochmal einer. Das ist er jetzt, Leute. Das ist er jetzt. Ah, nee, Level 70. Das ist er doch noch nicht. Okay, Lieben. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.